Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Wolf-Dieter Zumfort. Ich bin der Vorsitzende der Karl-Hamann-Stiftung für liberale Politik hier in Brandenburg, der neue Vorsitzende, und begrüße Sie recht herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung der Reihe Auf der Suche nach Freiheit, Liberaldemokraten in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR, die die Karl-Hamann-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in diesem Jahr durchführt. Ich möchte ganz besonders zuallererst Herrn Wolfgang Schollwer begrüßen. Da ist er, unseren heutigen Referenten. Bedanke mich gleichzeitig bei unserem Moderator, Herrn Dr. Jürgen Fröhlich, der Herrn Schollwer heute begleitet hat. Von Bonn sind die beide mit dem Bus gekommen, mit dem Zug gekommen. Ja, mit Zug. Ja. Und ich muss sagen, schauen Sie sich Herrn Schollwer an, 91 Jahre, das ist der jüngste und älteste Schollwer, der es jemals gab. Da wir ja fast wie eine kleine Familie sind, erlauben Sie mir, dass ich noch andere Damen und Herren begrüße, wenn ich auch Sie nicht alle persönlich kenne, aber einige kenne ich und die möchte ich gerne begrüßen. Natürlich die Kollegen vom Protokoll her aus dem Deutschen Bundestag, Herrn Kollege Neumann, da ist er. Ehemalige Kollegen aus dem Berliner Senat, Herrn Russmann und natürlich Herrn Wolfgang Lüder als ehemaliger Senator und, was seit neuestem der Fall ist, der Stadtälteste von Berlin. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch herzlich Herrn Gläser, den ehemaligen Geschäftsführer der Karl-Hamann-Stiftung, da ist er, und seine Freunde, die er mitgebracht hat. Und ich begrüße Sie alle nochmal ganz herzlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie gesagt, wir machen eine Auftaktveranstaltung, machen eine Reihe auf der Suche nach Freiheit, Liberaldemokraten in der sowjetischen Besatzungszone DDR. Und heute ist das die Auftaktveranstaltung. Lassen Sie mich ganz kurz noch eingehen auf die Karl-Hamann-Stiftung für liberale Politik in Brandenburg. Sie wurde 1991 gegründet und nach dem LDPD-Vorsitzenden und ersten Minister für Handel und Versorgung der DDR benannt. Seit Anfang dieses Jahres arbeitet die Karl-Hamann-Stiftung in ständiger Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ich bin der Bundesvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung ebenfalls. Und wir bieten zusammen an im Land Brandenburg Seminare, Vorträge und Diskussionen zur politischen Bildung. Mit den Veranstaltungen möchten wir unseren Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte des Liberalismus in Deutschland leisten. Diese Veranstaltungen sollen aber auch helfen, aktuelle politische Diskussionen auf den Punkt zu bringen, Zusammenhänge zu erklären und Denkanstöße zu geben. Noch zu Karl Hamann. In diesem Jahr jährt sich Karl Hamanns Todestag zum 40. Mal. Am 4. März wäre er 110 Jahre alt geworden. In diesem Jahr gedenken wir außerdem der Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni vor 60 Jahren. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, eine Veranstaltungsreihe durchzuführen, die mit dem Titel Auf der Suche nach Freiheit, ich wiederhole es nochmal, Liberaldemokraten in der SPZ und der DDR an die wichtigsten Ereignisse und wichtigsten Erlebnisse jener Jahre erinnern soll. Und mit dem heutigen Gespräch hier mit Ihnen, Herr Schäuble, beginnen wir diese Reihe. Auf den Monat genau vor 65 Jahren floh Walter Kunze aus Potsdam über Berlin nach Hamburg. Walter Kunze war seit 1947 brandenburgischer Finanzminister und Landesvorsitzender der LDPD. Aufgrund seines Widerstandes gegen eine Teilnahme an SED-gesteuerten Volkskongress und weil er immer wieder offen die einseitige Förderung und Bevorzugung des volkseigenen Betriebes kritisiert hat, geriet er nicht nur ins Visier der SED, auch für seine Parteifreunde war er nicht länger haltbar. Und er wurde als Parteivorsitzender der LDP abgelöst, ihm drohte unmittelbar die Verhaftung. Walter Kunze, so viel sei auch gesagt, wurde 1998 in Treuenbrietzen geboren. Er promovierte in Volkswirtschaft und schloss sich nach dem Ersten Weltkrieg der DDP an. In der Zeit des Nationalsozialismus schlug er sich, mehr schlecht als recht, als Sachbearbeiter durch und wurde schließlich erneut zum Kriegsdienst eingezogen. Nach seiner Rückkehr aus der sowjetischen Gefangenschaft engagierte er sich in der Brandenburger LDP, für die er schließlich 1946 in den Landtag gewählt wurde. Als einziger Liberaldemokrat gehörte Walter Kunze ab 1946 einer von der SED dominierten Landesregierung an. Der Druck der SED
auf die Liberaldemokraten innerhalb der sowjetischen Besatzungszone war in dieser Entstehungsphase der DDR enorm. Der stalinistische Repressionsapparat forderte viele Opfer. Die Jahreswende 1947-1948 markiert hierbei einen traurigen Höhepunkt. Aufrechte Liberale wie Wolfgang Natonek wurden verhaftet. Andere wie Wolfgang Mischnick oder eben Walter Kunze konnten durch ihre Flucht in den Westen entkommen. Vielleicht interessiert Sie auch noch, was aus Walter Kunze geworden ist. Er wurde Bezirksbürgermeister in Hamburg-Altona. Er war Vorsitzender des LDP-Bundesbeirats bis 1959, dann löste ihn Wolfgang Mischnick ab. Und er wurde von Helmut Schmidt, damals noch Innensenator in Hamburg, aus seinem Dienst verabschiedet. Und ich bin Jahrgang 45, ich habe damals gewohnt in Niendorf, Kreis Ludwigslust, zu dieser Zeit in einem Rheindorf, bin jetzt Brandenburger, wohne in Dienstdorf-Radloff, auch wieder in einer Straße im Rheindorf, bin also in die alte Heimat zurückgekehrt. Zu der Zeit, ich erinnere mich nicht, aber meine Eltern haben mir das gesagt, zu meiner Mutter, mein Vater geriet in Kriegsgefangenschaft, den habe ich 4 Jahre nicht gesehen. Irgendwann stand ein fremder Mann vor mir, das gab es auch, gehört zu der Zeit. Die hatten damals nur stundenweise Strom auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, das kennen Sie auch noch. Es gab keine Salz, keine Gewürze, war nur lauwarmes gewöhnt, ich hatte nichts Scharfes, konnte ich essen, das war ich früher nicht gewöhnt. Und als meine Mutter, die damals als Krankenschwester im ganzen Bezirk unterwegs war, mich dann immer an eine Amme abgegeben hat, begrüßte mich die Amme nach 40 Jahren nach dem Wiedersehen, da bist du ja der alte Schisser. Denn früher hatte man keine Windeln, die man wegwurf, sondern da wurden die Windeln, erinnern sich noch, gewaschen und waren sie frisch, kriegt man sie an, hat man wieder kräftig gemacht, weil es war eine frische Windel. Das also zu meiner Person, das zu den Umständen damals. Ja, einer nun, und jetzt komme ich zu Herrn Schäuble, der diese Zeit genau beobachtet hat und heute als einer der großen Vordenker der sogenannten Entspannungspolitik der 1960er und 70er Jahre gilt, ist Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble kennt beide Seiten. Er war zunächst Funktionär der LDPD in Potsdam und später, nach seiner Flucht im Jahr 1950, Mitarbeiter des Ostbüros der FDP in Bonn. Von 1957 bis 1970 war Herr Schäuble Chefredakteur der Freien Demokratischen Korrespondenz und bis zu seiner Pensionierung im Planungsstab des Auswärtigen Amtes. Daher kennen wir uns noch, als ich noch im Bundestag war. Er war also nicht nur Beobachter, sondern auch Kommentator und Gestalter des organisierten Liberalismus zwischen Spaltung und Wiedervereinigung. 1989 wurde sein Potsdamer Tagebuch veröffentlicht, in dem Wolfgang Schäuble den Kampf vieler Liberaldemokraten gegen die Etablierung einer zweiten Diktatur dokumentiert hat. Das Buch gilt als wichtige Forschungsquelle für Geschichte des Liberalismus nach 1945. Ich freue mich außerordentlich, bin sehr dankbar, dass Herr Wolfgang Schäuble heute Abend zu uns gekommen ist, um uns seine Erlebnisse vor Augen zu führen und uns zu helfen, Geschichte ein Stück begreifbar zu machen. Als Moderator begrüße ich nochmal Herrn Dr. Jürgen Fröhlich. Herr Fröhlich ist stellvertretender Leiter des Archivs des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach und ein durch viele Publikationen und Forschungsprojekte ausgewiesener Fachmann der Geschichte des Liberalismus. Ich heiße Sie alle noch einmal herzlich willkommen und freue mich nun auf ein fesselndes Gespräch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, auch glaube ich in Ihrem Namen, Herr Schäuble, für diese doch wirklich sehr warme Begrüßung. Ich persönlich freue mich, wieder in Potsdam zu sein. Und es ist für mich wirklich ein Aha-Erlebnis, denn als ich das erste Mal hier in Potsdam war, hieß das Hotel, wo wir jetzt untergekommen, noch Interhotel. Da hieß die Straße, die hier parallel läuft, noch Clement-Gottwald-Straße. Und man musste noch bei den Bussen, die nach Sanssouci, ich war damals in der Orangerie im Staatsarchiv für ein Forschungsprojekt, musste man noch bei den Bussen selber die Türen zumachen. Das hat mich da unheimlich fasziniert. Das waren noch irgendwelche ungarische, ich weiß nicht, also Comic-Con-Busse. Und man musste in der Straßenbahn noch für Gepäckstücke selber abstempeln, was ich nicht gemacht habe und dann auch gleich unangenehm aufgefallen bin. Und es gab damals in dieser Zeit eine Partei, die nannte sich LDPD. Zu der habe ich aus verständlichen Gründen keinen Kontakt gesucht. Das wäre Ihnen wahrscheinlich auch sehr peinlich gewesen damals. Aber da sind wir schon bei unserem Thema, lieber Herr Schäuble. Lassen Sie in unser Gespräch, was wir so, sagen wir mal,
je nachdem, eine Stunde führen wollen und dann natürlich auch noch Ihnen Gelegenheit geben, an Herrn Schäuber Fragen zu stellen, Merkungen, eigene Erlebnisse dazu, dagegen zu stellen und mit ihm darüber zu diskutieren. Lassen Sie unser Gespräch, lieber Herr Schäuber, mit dem Anlass unseres heutigen Treffens, nämlich mit dem traurigen politischen Schicksal von Walter Kunze, das ja haarscharf an einer persönlichen Katastrophe vorbeigegangen ist, der am 5. April 1948 mitsamt seiner Familie über West-Berlin geflohen ist. Können Sie sich noch an den Tag erinnern? Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals so gedacht haben, als die Nachricht kam? Ja, am Morgen des 5. April habe ich von dieser Flucht erfahren. Ich weiß aber nicht, ob es durch die Presse war. Ich glaube noch nicht, denn erst am 6. April stand in der Tagespost eine Stellungnahme des Herrn Ingo von Körber. An diesem Morgen des 5. April war ich nicht so ganz überrascht über die Flucht von Dr. Kunze. Denn wir hatten ja in den vergangenen Wochen und Monaten in der Presse vieles über Kunze lesen können, sehr Negatives, tägliche Rundschau, Märkische Volksstimme, all die kommunistischen Zeitungen hatten sich schon auf unseren ehemaligen Landesvorsitzenden und Finanzminister gestürzt. Am Abend dieses Tages kamen viele Parteifreunde. Die wollten nun von mir wissen, wie ist das, was war der Grund und was weißt du darüber? Ich musste ihnen sagen, ich weiß noch nichts. Aber am nächsten Tag hat es mir den Frühstücksappetit verdorben, als ich in der Tagespost die Stellungnahme von Ingo von Körber las. Das war der Nachfolger von Kunze. Das war der Nachfolger. Er war jetzt Landesvorsitzender nach Kunze. Und er hat sich auf das Schärfste distanziert von seinem Parteifreund Walter Kunze. Dr. Karl Mühlmann, der Kreisvorsitzende in Potsdam, hat mich dann unterrichtet, hat mir gesagt, Herr Schäuber, also da steht da in der Zeitung, dass sich der Landesvorstand, der LDP Dr. Kunze das Misstrauen ausgesprochen habe. Ich kann Ihnen nur sagen, diese Nachrichten sind falsch. Kein Landesvorstand hat dem Kunze Misstrauen ausgesprochen. Damit war natürlich für die LDP im Lande Brandenburg die Geschichte Kunze erledigt. Es gab dann noch Stellungnahmen. Das heißt, im Kreisverband Potsdam haben wir natürlich den Herrn Verkörber noch vernommen, um zu erfahren, wie er dazu kommt, sich in solcher Schärfe zu distanzieren. Er hat dann da herumgeeiert und hat dann uns so einiges erzählt, was angeblich der Kunze getan haben soll und was natürlich der Versuch gewesen ist, seine Position zu rechtfertigen. Ja, wir werden sicher das nochmal thematisieren. Aber zunächst sollten wir vielleicht mal Sie vorstellen, persönlich vorstellen. Sie sind ja ein Einheimischer, ein geborener Potsdam, haben mir auch gerade erzählt, um die Ecke ist das Geburtshaus Ihres Vaters. Können Sie was zu Ihrer Familie und Ihrer Jugend in Potsdam erzählen? Also die Schäubers sind eine alte märkisch-berlinische Familie. Die Potsdamer, die Schäubersche Linie ist vorwiegend in Berlin geboren, aber mein Urgroßvater und mein Großvater haben fast die ganze Zeit ihres Lebens in Potsdam gelebt, weil sie königliche Stallmeister waren und waren hier in dem Hofleitstall tätig. Und Großvater ist dann allerdings, nachdem er pensioniert war, dann wieder nach Berlin gezogen. Die Stadt hat sie denn doch nicht losgelassen. Der erste geborene Potsdamer war mein Vater, 1872 geboren. Ebenfalls nehme an, durch seinen Vater und Großvater, vielleicht hat er dabei gewirkt, wurde er königlicher Hofarzt. Also wenn man schon in königlichen Dienst steht, hat man natürlich da gewisse Chancen. Aber die Praxis Ihres Vaters lag ja nicht in Hofnähe. Die lag überhaupt nicht in Hofnähe. Ich hatte schon zu Herrn Fröhlich gesagt, ich wundere mich eigentlich, dass mein Vater, der ja nun in dieser schönen Gegend hier direkt in der Nähe des Schlosses gewohnt hat,
ausgerechnet in die Brandenburger Vorstadt gezogen ist, um seine Praxis zu eröffnen. Und die vornehmen Potsdamer, die im Norden wohnen und im Osten, die sprachen, wenn sie von der Brandenburger Vorstadt sprachen, von der Brandenburger Vorhölle, weil da nämlich keine historischen Bauten zu finden waren, außer dem Wasserwerk, dem Amt für die Truppe. Ja, also ich bin der zweite Potsdamer, der in Potsdam geboren ist und aufgewachsen ist. Und unsere Familie war natürlich ganz konservativ. Sie waren monarchistisch. Die Hohenzollern waren für uns das Höchste. Auch für den Sohn, für mich. Ich erinnere mich noch, dass ich auf dem Kriegsgefangenenlager in Schievelbein mich nach dem Kapitulation der deutschen Wehrmacht mit meinen Kameraden unterhalten habe, was nun aus Deutschland werden soll. Und da habe ich mit Zustimmung einiger vorgeschlagen, wir brauchen jetzt eine konstitutionelle Monarchie. Gut, ich glaube, das müssen wir gleich noch erklären. Da müssen wir erklären, wie Sie dann in die LDP gekommen sind. Ja. Herr Schäuber, also das ist schon, also Sie sind in Potsdam aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Dann, bevor Sie sozusagen das Studium einschlagen konnten, kam der Kriegsdienst, russische Gefangenschaft, aber relativ glimpflich. Ja. Sie waren also Mitte 1945 schon wieder zurück und wollten ja dann, jetzt nun der väterlichen Tradition folgen, Medizin studieren. Ja. Und das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ich hatte mich ja während eines Genesenenurlaubs im Herbst 1943 an der Berliner Universität immatrikulieren lassen fürs Medizinstudium. Das war damals möglich für Soldaten. Man wurde beurlaubt bis zur Entlassung aus der Wehrmacht. Als ich nun nach Potsdam zurückkam, bin ich sofort nach Berlin gefahren und habe mich erneut beworben um einen Studienplatz. Im Oktober war ich wieder dort und da war im Sekretariat eine Liste angeheftet, wer für das erste Semester zugelassen ist. Schäuber stand mit drauf. Ich war glücklich. Jetzt war mein Leben also für die Zukunft geregelt. Und nun bin ich etwa 4 Wochen später wieder zur Universität gefahren. War wieder eine Liste, da war aber der Schäuber nicht mehr drauf. Da habe ich mich dann erkundigt und dann habe ich erfahren, die Sowjets hatten ursprünglich im Herbst verfügt, dass alle ehemaligen Offiziere der deutschen Wehrmacht und alle ehemaligen Reserveoffiziere vom Oberleutnant an aufwärts vorerst nicht studieren dürfen, sondern erst durch einen Prüfungsausschuss gehen müssen. Die KPD aber war der Meinung, das ist viel zu mild. Da müssen auch die Leutnantsreserve natürlich dazukommen. Nun war ich unglücklicherweise Leutnant der Reserve und so durfte ich nicht studieren, musste erst durch den Prüfungsausschuss. Ich bin in den Prüfungsausschuss dann im Mai 1946 gekommen. Da hat man mir gesagt, Sie sind politisch zu farblos. Das stimmte. Ich wollte mit Politik nichts zu tun haben, denn bei uns zu Hause hieß, Politik ist ein schmutziges Geschäft und damit beschäftigt sich ein Schäuber natürlich nicht. Das war völlig klar. Dann bin ich aber, nachdem ich aus diesem Prüfungsausschuss hinter mich gebracht habe, in Berlin und Potsdam zu Leuten gegangen, die mit der Zulassung zum Studium direkt oder indirekt was zu tun haben. Da habe ich gefragt, was muss ich eigentlich machen, um als politisch aktiver Mensch zu gelten? Da hat man mir gesagt, dann müssen Sie Mitglied der SED werden. Ich fand das eine persönliche Beleidigung. Das ließ ich nicht auf mir sitzen. Da habe ich mir überlegt, die Sowjets haben ja die Parteien lizenziert, auch die LDP, als legale Parteien, als antifaschistisch-demokratische Parteien. Trittst du in eine von den antifaschistisch-demokratischen Parteien, die nicht SED sind, ein, dann bist du politisch nicht mehr farblos. 2 Tage bevor ich erneut in den Prüfungsausschuss musste, bin ich in Potsdam in die LDP eingetreten, mit der Sicherheit, wenn ich 2 Tage später in Berlin vor dem Prüfungsausschuss, werde ich dir mal was erzählen, was ihr, wenn ihr denkt, dass ich hier
politisch farblos bin. Die fand das gar nicht komisch. Die waren sauer und haben gesagt, wie kommen Sie dazu? Warum sind Sie nicht in die SED, sondern in die LDP eingetreten? Was ich damals noch gar nicht wusste und auch nicht mal ahnte. Mit meinem LDP-Beitritt hatte ich mir jede Chance verdorben, in der Sowjetzone zu studieren. Und ich bin von Semester zu Semester immer wieder abgelehnt worden. Ja, also statt Medizin dann eine politische Karriere. Die wollte ich zunächst. Die wollte sie gar nicht machen. Nein. Das ging ja damals vielen so. Ja. Wie sah denn dann so der Alltag eines, sagen wir mal, eines Kreisfunktionärs der LDP aus? Sie sind ja erst Kreissekretär gewesen, ja, ne, und dann auch bald schon ein Jahr später also Landessekretär. Und Sie haben, das kann man, glaube ich, gut nachlesen bei Ihnen, im Nauener Tor gesessen, da war das Büro. Das ist im Westflügel des Nauener Tores, da war mein Büro. Also das war frustrierend, das muss man sagen. Allein schon, was die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen werden, wie die Kommunisten die Menschen eingebunden haben. Sie bildeten unentwegt eine neue Kommission oder Ausschuss. Ich musste allein in neun Ausschüssen sitzen, wo keine Parteipolitik gemacht wurde, sondern nur SED-Politik. Und da musste man hin, denn jede Partei war verpflichtet, in diese Ausschüsse und Kommissionen ihren Vertreter zu setzen. Da aber in meinem Kreisverband niemand bereit war, in diese Ausschüsse zu gehen, hieß es, Scholwert, da geht er hin, der kriegt ja unser Gehalt, der kann das machen. Das Dumme war ja nur, man kriegte keine Weisung. Kein Mensch sagte ihm, wie man sich in diesen Ausschüssen und Kommissionen eigentlich verhalten sollte. Man hat das deshalb wahrscheinlich nicht gemacht, weil man dachte, wenn da was schief geht, werden wir dafür verantwortlich gemacht. Also, da musst ihr selber sehen. Das war so ein richtiger Crashkurs. Ich hatte ja von Politik keine Ahnung. Sitze da in neuen Ausschüssen und Kommissionen und muss nur versuchen, da durchzukommen. Ich wusste genau, habe ich da Pech, hilft mir keiner. Denn die Partei war völlig machtlos. Selbst die Parteileitung in Berlin konnte nicht helfen. Wenn jemand verhaftet wurde, konnte natürlich der Parteivorsitzende mit dem zuständigen Offizier sprechen und der würde ihm dann sagen, damit haben wir nichts zu tun. Wir wissen das gar nicht, dass der verhaftet ist oder so etwas. Und das war frustrierend. Die Partei unterstützte mich nicht. Ich saß da und saß in den Kommissionen und dann habe ich gedacht, das muss Schluss sein. Mir wurde angeboten, kommen Sie doch zu uns in die Landesgeschäftsstelle, Herr Schollmann. Da können Sie Landessekretär für Politik werden und wenn Sie sich da eingearbeitet haben, dann können Sie auch Landesgeschäftsführer werden. Na, das war für einen jungen Mann wie mich unglaublich verlockend. Da würde ich ja sogar 100 Ostmark mehr verdienen als Kreissekretär. Das war eine riesen Karriere, die ich da machen würde. Und das innerhalb von wenigen Monaten. Ja, das ist ja, da war ja vieles möglich. Aber Herr Schäfer, Sie hatten ja nicht nur die Aufgabe, sozusagen jetzt in Kommissionen zu sitzen und dort liberal-demokratische Positionen zu vertreten, sondern sind ja dann auch, das kann man in Ihrem Tagebuch wunderschön lesen, durch das Land Brandenburg. Aber erst als Landessekretär. Ja, als Landessekretär. Und da mussten die den Leuten doch auch motivieren. Wie haben Sie das denn gemacht? Wie haben Sie denn jetzt damals, Sie kannten ja nun, was da passiert ist und was auch anderen Parteifreunden von Ihnen da passiert ist. Wie haben Sie Leute motiviert? Ja, also vor dem Eisenach-Programm, das muss man sehen, also das war etwas anders, als das Eisenach-Programm gab. Da war das ja überhaupt eine Leichtigkeit zu reden und sich selbst zu begeistern. Aber vorher habe ich eigentlich immer auf zwei Dinge hingewiesen. Wir hatten ja zwei Illusionen. Die eine Illusion war die, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Es ist unmöglich. Es muss in wenigen Jahren, müssen die Alliierten sich über Deutschland verständigen und dann wird endlich auch hier in der Sowjetzone normale Verhältnisse eintreten. Das war die langfristige Illusion. Da hatten wir aber eine ganz kurzfristige. Im Herbst 1948 musste gewählt werden. Denn die Legislaturperiode der Gemeindevertretung und Kreisvertretung waren zu Ende. Und wir waren ja sicher,
wenn dann gewählt wird, kriegt die SED eins fürchterlich über den Kopf gezogen und wir Liberaldemokraten sind ganz doll raus. Und dann ändert sich natürlich draußen in dem Land alles. In den Gemeinden und Kreisen, wenn die LDP da stark ist und praktisch die Politik mitbestimmt, das ist eine scheine Sache. Dass die Sowjets verbieten würden, solange sie mit Deutschland was zu tun haben, dass überhaupt dort in ihrem Deutschland gewählt wird, das konnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Das war gar nicht möglich. Das hätte ja verstoßen gegen den Geist des Potsdamer Protokolls von 1945. Das konnte gar nicht sein. Also waren wir ganz getrost und konnten denen sagen, Kinder, wir müssen jetzt durchhalten, Zähne zusammenbeißen, es sind harte Zeiten, aber wir machen weiter. Auf das Eisenacher Programm werden wir noch zurückkommen. Sie sind ja dann auch vielen führenden Liberaldemokraten begegnet. Ja. Wilhelm Kühls, der hat ja für Sie sogar ein positives Gutachten für das Medizinstudium geschrieben. Ja. Arthur Leutnant, Johannes Diekmann, Georg Kastner, Karl Hamann. Können Sie so ein bisschen Ihre persönliche Erinnerung an diese führenden Liberaldemokraten schildern? Also der Wilhelm Kühls war bei uns nicht sehr beliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei uns jungen Liberalen. Bei den Älteren ist es was anderes. Aber diese altväterliche Art von ihm, man merkt, er stammte aus einem anderen Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert. Und dieses Pathos, das er hatte, wir hatten auch, mochten auch Pathos. Es gab ja Leute, die pathetisch sprechen, Schulrat Wolf beispielsweise in der Parteileitung hat sehr pathetische Reden gehalten, aber die haben uns bewegt. Kühls hat uns nicht bewegt. Und wir haben auch ein bisschen diese bösartige Bezeichnung von Anhängern von Kühls übernommen. Kühlslinge hießen sie. Das wurde in der Westpresse immer verbreitet und das haben wir natürlich auch dann ganz gerne mal insgeheim gesagt. Wir waren der Meinung, dieser Mann begreift die Zeit nicht. Mit denen machen die Kommunisten und die Sowjets, was sie wollen. Das merkt er gar nicht. Der ist der lebt in einer ganz anderen Welt. Das war natürlich ganz anders bei dem Nachfolger von Kühls, der in der Zwischenzeit, als wir die neue Wahl noch nicht hatten, die Partei geführt hat, Arthur Leutnant. Der Leutnant, das war der Richtige. Nicht? Der hat so richtig auf die Pauke gehauen. Arthur Leutnant. Wie der Leutnant. Wie der Leutnant. Nur anders geschrieben. Auf Französisch geschrieben. Nicht dieser Mann. Dieser Mann hat also wirklich einen Sommer lang die LDP auf Oppositionskurs zur SED gemacht. In einer unglaublichen Art. Also ich erinnere mich noch an den Parteitag, den wir hatten im Juli 1948, Landesparteitag. Da hat dieser Mann wirklich gesagt, die LDP ist gewillt, sich künftig dem Machtanspruch der SED zu widersetzen. Im Beisein der Besatzungsmacht, da saßen viele Offiziere der sowjetischen Militäradministration dabei. Das war sowieso ein Parteitag, wo also der Dr. Schneider gesagt hat, wir sind nicht gewillt, anstelle des Nationalsozialismus eine neue eine andere Diskussion an die Stelle des Nationalsozialismus, eine andere Diktatur treten zu lassen. Leutnant hat also dort sehr den Mund aufgemacht und als ich dann nachher mit Ingo von Körber und Joachim Flatow, das war der Leiter der politischen Abteilung der Parteileitung, zu einem Betrachtung dieses Parteitags zusammensaßen, haben die beiden mir gesagt, also der Leutnant ist bald weg. Stimmt, war ja auch richtig. Dann hat er auch völlig recht gehabt. Der Leutnant hielt sich dann noch und der Parteitag hat ja dann so spät stattgefunden, weil Leutnant sich weigerte, nicht zu kandidieren. Er war der Meinung, trotz meiner Anfeindung durch die SED-Presse, ich bleibe an der Spitze. Wir hätten das sehr begrüßt, aber es ging nicht. Und dann haben die Sowjets zwei
Kandidaten ausgeguckt. Es hat ja ein großes Hin und Her gegeben, vorher in der Spitze der Partei. Das war Professor Kastner und Dr. Karl Hamann. Und diese beiden Herren haben sich dann auf den Weg gemacht im Oktober, November, um die Landesverbände über ihre Politik zu informieren. Sie wollten mich jetzt was zwischenfragen? Nein, machen Sie ruhig. Nach Potsdam kamen sie am 11. Dezember 1948. Und sie haben dort beide geredet. Und ich muss mal vorlesen, was ich am nächsten Tag ins Tagebuch über die beiden Reden eingetragen habe. Ihre Ausführungen gipfelten in der Feststellung, dass unsere Partei neue Wege beschreiten muss, wenn sie weiterhin nicht nur existieren, sondern auch in verstärktem Maße Einfluss auf die politische Entwicklung der Ostzone gewinnen will. Überwindung des liberalen Konservativismus und Anpassung an die gegebenen Verhältnisse, das sei der Weg, um unsere Partei stark und schlagkräftig zu machen. Ich erinnere mich noch an Gespräch mit meinem Freund Heinrich de Vries, der war wie ich Landessekretär, und seiner Freundin Christa. Und wir drei waren der Meinung, das ist wunderbar, was die da gesagt haben. Das ist genau das, was wir jetzt erwarten. Wir müssen, vorhin ist davon gesprochen worden, von der Verhaftung in Sachsen einer ganzen Gruppe junge Liberaldemokraten. Und wir waren der Meinung, der Dr. Hamann, der wird dafür sorgen, dass diese Gefahr auf die LDP nicht mehr zukommt. Der wird eine so vernünftige Politik machen, dass uns praktisch nicht mehr passieren kann. Und waren glücklich über das. Wenn man dann aber überlegt, wie diese Sätze geklungen hätten, wenn man 1953 sie nochmal gelesen hätte, hätte man gesagt, um Gottes Willen, da steht ja genau das genau drin, was 50, 51, 52 passiert ist, als die LDP völlig der Politik der SED unterworfen wurde. Das hat Hamann sicherlich damals gar nicht so gemeint. Aber das war für uns damals eine fröhliche Zukunft. Professor Kastner haben wir nicht gemocht. Dieser Mann war viel brillanter als Hamann, aber der drehte einem die Worte regelrecht im Munde herum. Der hat uns besoffen geredet. Wenn man dann in der Diskussion ihn was fragte, der fand auf jede Frage sofort eine passende Antwort, stimmte überhaupt nicht. Aber es war ganz schwierig festzustellen, dass sie nicht stimmte. Dazu musste man sehr viel wissen. Vor allen Dingen musste man genau studiert haben, was in der SMA passierte, was wir natürlich nicht wussten. Kastner war für uns, ich muss sagen, wir mussten ihn mitnehmen, denn die Sowjets hatten ihn nun mal bestimmt zum Vorsitzenden zusammen mit Hamann und dann mussten wir das also. Und das war ja auch so auf dem Parteitag in Eisenach, ein Teil der sächsischen Delegierten und auch der mecklenburgischen Delegierten weigerten sich, Kastner zu wählen. Da hat Leonhard Mokrat das dann ganz geschickt gemacht. Der leitete die Wahl, der stand dann dort. Es wurde durch Erheben, ich wurde nicht abgestimmt, durch Erheben von den Plätzen. Nun dachte Moog wahrscheinlich, da saßen ja die Offiziere der SMA immer bei den einzelnen Delegationen. Die beobachten also jeden Landesverband genau und der Tulpanow saß an der Seite und guckte auch immer, wie die sich da alle da verhielten. Und da hat der Moog so lange gewartet, bis der Letzte aufgestanden ist. Und dann haben sie einstimmig Kahn und Kastner gewählt. Die wurden zusammengewählt. Ne? Die wurden zusammengewählt. Die wurden zusammengewählt. Und so ist das dann also zustande gekommen. Jetzt sind wir schon beim Eisener Parteitag.
Aber da gab es doch auch positive Momente, also der Eisenacher Parteitag im Februar 1949. Februar 1949, da ist für uns der Frühling ausgebrochen. Der Frühling des Liberalismus. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meinem Leben so begeistert gewesen bin, wie nach dem Parteitag in Eisenach. Mein Freund Heinrich de Vries natürlich auch und viele andere auch. Und wir haben uns dann sofort dran gemacht und sind durch das Land Brandenburg gereist, von Stadt zu Stadt, haben dort geredet. Voller Begeisterung über ein Programm, wo ich heute noch nicht weiß, was haben sich eigentlich die Sowjets dabei gedacht? Wie konnte die SMA ein Programm, das rechtssozialdemokratisch war, der LDP genehmigen? Nicht nur genehmigen, sie gestatteten uns sogar ein halbes Jahr lang, dieses Programm öffentlich zu verkünden. Haben es dann verboten, das war ja logisch. Aber diese Zeit, was war da los? Und wir haben das natürlich reichlich ausgenutzt. Und ich war dieses halbe Jahr 1949 sowas von glücklich über meine LDP, wie nie zuvor und wieder nie danach mehr. Sie haben ja auch, wir haben jetzt von der Parteiführung gesprochen, aber Sie haben natürlich auch in einem eigentlich untergeordneten, aber doch für viele Dinge sehr zentralen Ausschuss gesessen, nämlich in dem Jugendausschuss. Ja. Da saß ja auch so jemand wie Arno Esch. Ja. Und nach meinem Eindruck, Sie können jetzt sagen, das stimmt nicht, aber ich glaube, da spricht eines dafür, sind es ja vor allem die Jugendlichen gewesen, die den Widerstand gegen die SED-Herrschaft und deren zunehmende Dominanz getragen haben. Wenn man so Leute wie Mischnick denkt, wenn man Leute wie Natonek denkt und letztlich auch Arno Esch, der ja dann am Ende dieses Jahres 1949 dann ein ganz bitteres Schicksal erfahren hat. Nun ja, ich meine, es ist ja... Und Sie waren ja selber, gehörten ja selber sozusagen, ja, auch ein Jugendlicher. Ja, ich war 26, 27, naja, immerhin schon etwas älter. Natürlich ist es immer so, dass die jungen Leute mehr oppositionell sind als die Älteren. Wenn Sie zum Beispiel den Kreisverband Potsdam nehmen, das waren 200 Mitglieder, die meisten waren ältere Leute. Aus unserem Standpunkt alte Leute, das waren über 50 oder sowas. Natürlich haben die sich zurückgehalten, die dachten gar nicht daran, sich zu exponieren. Das taten die Jungen. Und das hat ja auch seinen Grund. Wir Jungen waren meist unverheiratet, hatten keine Kinder. Wir hatten also keine Familie. Wir konnten uns was leisten in der Frechheit, in Opposition. Was ein Mensch, der Familienvater ist, natürlich sich dreimal überlegt, ob er sich da exponiert. Und insofern war das ja auch, was Hamann uns mal gesagt hat im Januar 1949 auf der Sitzung des Zonenjugendbeirats in Berlin. Er wolle die Jugend aus der Schusslinie nehmen, weil er sah, dass es zu schlimm wird mit den Verhaftungen. Und deshalb wollte er diese Jugendausschüsse, dass sie aufgelöst werden und dass die Jugend sich in die Kreisverbände hinein integriert, sodass sie sich nicht mehr exponieren können. Arno Esch und ich haben ein bisschen dagegen gesprochen, weil wir das Gefühl hatten, die wollen uns jetzt mundtot machen. Das war auch ein bisschen so. Natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite sahen wir natürlich auch ein, dass man das machen kann, wenn man dafür sorgt, dass mehr Parteischulung auch stattfindet. Wir hatten ja noch keine Parteischule, die wurde erst 1949 überhaupt eröffnet. Und da haben wir natürlich, Esch und ich, haben wir natürlich eigentlich etwas Falsches getan. Es gab ja daher Parteischulung, aber die wurde ja dazu benutzt, um die Partei umzudrehen. Nicht? Wir haben natürlich nicht daran gedacht, dass das zum Umdrehen führt, sondern dass wir Liberalismus den Leuten einpauken, die da hinkommen, und sie fit machen für den Kampf für einen liberalen Staat, für eine liberale Demokratie. Naja,
Also Jugend war eine gefährliche Sache damals, das muss ich sagen. Aber ich war sehr vorsichtig. Ja, das ist ich jetzt eine Frage, die sich natürlich anschließt. Arno Esch ist ja zum Verhängnis geworden, dass er Kontakte zu Westberliner Stellen hatte, die im Prinzip Spionagestellen waren, die versucht haben, infiltrieren zu arbeiten. Haben Sie auch solche Kontakte gehabt? Ich hatte sie nicht, aber mein Freund Gerhard Wengler. Mein Freund Gerhard Wengler, der hatte hier in der Brandenburger Straße einen kleinen Zeitungsladen. Er war so ein Typ, der braucht immer Spannung und Aufregung und Gefahr. Und hat dann also von seinem Zeitungsladen während der Zeit der Blockade Westberlins durch die Sowjets telefoniert mit Westberlin, mit einem Liberaldemokraten, der hat einen Informationsdienst. Den hat er dann so erzählt übers Telefon, was er alles an Informationen gesammelt hat. Über die Sowjets, über die SED, über die LDP und so weiter. Hat das auch seinen Freunden erzählt. Nur die Sowjets brauchten nicht lange zu warten. Die wussten schnell Bescheid, haben ihn da bestellt und haben ihn vor die Alternative gestellt, haben gesagt, also entweder sie arbeiten für uns oder sie werden verhaftet. Und dann hat er gesagt, er würde also nun arbeiten. Dann haben sie gesagt, also sie überwachen ihren Freund Schäuber und berichten über ihn. Nun hat er mir das erzählt, das durfte er natürlich nicht, das war gefährlich. Aber ich wusste nun Bescheid, ich habe ihm dann nun keine großen Dinge mehr erzählt, die er nicht weiterbringen konnte. Es hat ihm aber nichts genützt, er ist dann nochmal in eine schwierige Situation geraten und dann am 27. Dezember 1949 verhaftet worden, hat hier in dem Lindenhotel gesessen, über ein halbes Jahr, wurde immer wieder vernommen und Schäuber wollten sie wissen. Die waren der Meinung, ich wäre genauso konspirativ tätig wie mein Freund. Das war für sie logisch. Und der konnte nichts erzählen, weil ich das nicht gemacht habe. Dann haben sie eines Tages gesagt, wenn Sie nicht sprechen, Sie können jetzt sprechen, Herr Wengler oder wie Sie den da genannt haben, der Schäuber ist bereits verhaftet, der sitzt hier bei uns, der hat alles gestanden. Jetzt kommen Sie mal raus und erzählen Sie, was Sie wissen. Darauf ist er nicht reingefallen, denn er wusste auch gar nicht, was er sagen sollte, nicht? Dann hat er sein Urteil bekommen vom Tribunal, die üblichen 25 Jahre, nicht das, und darunter machten die es ja nicht, die waren so großzügig, und haben ihn dann im August 1950 nach Vorkuta geschafft. Nicht? Und da sollte er seine 25 Jahre, musste er nicht. Das ist ein anderes Kapitel. Kann ich noch nicht. Ja, der taucht ja nachher wieder auf. Nicht? Ja. Aber trotzdem, also Sie waren vorsichtig in Ihren Westkontakten, beziehungsweise hatten gar keine, aber doch wurde die Luft auch für Sie dünner. Und irgendwann haben Sie ja gemerkt, es geht doch nicht so. Also ich muss es etwas ergänzen jetzt. Ich war zwar vorsichtig, aber am 30. November 1948, also während der Blockade Westberlins, der Wahlkampf tobte in Westberlin, sagte Heinrich de Vries zu mir, hören Sie mal, wir fahren jetzt nach Westberlin, wir wollen das mal erleben, wie Wahlkampf gemacht wird. Und zwar gehen wir in die Veranstaltung der LDP, der FDP, da spricht der Schwennecke. Also wir hin, nicht? Nach Westberlin, nach Friedenau, Schwennecke spricht über den Kampf der Berliner gegen den Bolschewismus. Ach, das war schön. Wir haben geklatscht und geklatscht. Und als wir nach Hause fuhren, haben wir gesagt, jetzt wünschen wir uns nur eins, der Schwennecke soll bald mal nach Potsdam kommen und so eine Rede. Aber was viel gefährlicher war, was ich nicht begriffen habe, ich hatte meine Ex-Freundin und Ex-Verlobte, wohnte in West-Berlin in der Villa von Karl-Hubert Schwennecke. Dort hatte sie eine Dachwohnung. Und während der Blockade von Berlin habe ich meine Ex-Freundin 8-mal in der Schwennecke-Villa besucht. Als ich dann im Winter 1949-50
9-mal vom NKWD verhört wurde, haben die mir immer gesagt, Herr Schäuber, Sie lügen. Sie sagen die Unwahrheit. Wir wissen, dass Sie Verbindung mit der LDP haben und mit Herrn Schwennecke. Und ich habe denen immer gesagt, eine Unverschämtheit, das stimmt überhaupt nicht. Ob Sie es glauben oder nicht, ich war so bescheuert. Ich habe nicht ein einziges Mal während der Verhöre daran gedacht, es könnte ja vielleicht sein, dass Sie mich beobachtet haben, wie ich immer in die Villa von Herrn Hubert Schwenne gegangen bin. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, zu meinem Glück. Dann wäre ich nämlich unsicher geworden, dass die das gesehen haben. So habe ich immer ganz frech gesagt, nein, das stimmt nicht, das ist erlogen. Und ich glaube, mir ist es gelungen, den NKWD zu verwirren, weil die sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, dass so ein junger Mann 9-mal, nachdem wir ihn immer wieder in Mangel genommen haben, in einer derartig frechen Weise das zurückweisen kann. Vielleicht haben sie gedacht, wir sind falsch informiert worden. Das war ein ganz anderer, das war gar nicht der Schäuber. Also ein bisschen konspirativ bin ich doch gewesen. Wider Willen, konspirativ wider Willen. Ja. Aber es war klar im Laufe des Jahres 1949 oder zur Wende 1950, dass sozusagen keine weitere Karriere in der LDP für Sie möglich war. Da war nicht mehr möglich. Wann haben Sie sozusagen für sich den Entschluss gefasst, ich verlasse die gerade gegründete DDR? Also genau den Tag kann ich nicht mehr sagen. Es gab ja den Vorlauf, das war also zum Beispiel diese Verhöre durch den NKWD. Das war meine fristlose Entlassung nach der Diskussion mit Dr. Karl Hamann. Das war die Besuche der Volkspolizei in der Landesgeschäftsstelle und bei mir zu Hause zur Ermittlung über den Grund meines Ausscheidens aus der Landesgeschäftsstelle. Und das war natürlich auch die Tatsache, dass man mir verwehrte, aus der Politik auszusteigen. Das begreife ich überhaupt nicht. Ich habe aus der Sicht der Kommunisten und der Sowjets habe ich mich als feindselige Natur verhalten, weil ich die Nationale Front madig gemacht habe. Das war das Lieblingskind der Sowjets. Wieso kommen die darauf, mich dann wieder politisch nur politisch beschäftigen zu wollen? Entweder verhaftet man den Mann oder man zwingt ihn, das Land zu verlassen. Aber mir wurde 2-mal angeboten, Landessekretär der Nationalen Front zu werden. Eine Unverschämtheit, muss ich sagen. Und das, nachdem ich fristlos entlassen war, wegen der Nationalen Front. Bei der LDP fristlos. Bei der LDP. Aber die haben sie natürlich, die waren gar nicht so dumm. Die haben sich überlegt, dieser Mensch, der sitzt jetzt da, hat keinen Beruf, kriegt kein Cent Pfennig Geld, denn es gibt im Kommunismus keine Arbeitslosigkeit, darum auch keine Verordnung und Gesetze für Arbeitslose. Wer nicht Arbeit hat, kriegt nichts. Und der Schäuble hat gerade geheiratet. Der wird doch glücklich sein. Wir bieten ihm einen Landessekretär an, da kriegt er mindestens 3-mal so viel Gehalt wie als Landessekretär der LDP. Der wäre ja bekloppt, wenn er das nicht annehme. So müssen die gedacht haben. Aber ich war bekloppt. Ich habe es nicht angenommen. Und dann hat diese Freundin, Ex-Freundin, die bei Schwennecke wohnte, die hat immer noch Kontakte zu meiner Mutter gehabt. Und dann hat meine Mutter ihr erzählt, wie es mir ergangen ist, dass ich nun arbeitslos bin. Dann hat sie gesagt, ich muss mal mit Schwennecke drüber sprechen. Dann hat sie mit Schwennecke drüber gesprochen, diese Ex-Freundin, und hat meiner Mutter etwas erzählt, was meine Mutter mir dann erzählt hat. Ob das der Schwennecke so gesagt hat, weiß ich natürlich nicht. Was meine Mutter mir gesagt hat, die hat gesagt, Schwennecke habe gesagt, wir sollen nicht zu lange warten, wir sollten bald kommen. Man erwarte uns sozusagen schon in West-Berlin. Da haben meine Frau und ich gesagt, also das ist ein Signal. Das nehmen wir jetzt auf, wir wollten sowieso weg, es hat keinen Zweck mehr hier, also gehen wir. Und da sind wir gegangen und dann kam man nach West-Berlin in die Landesgeschäftsstelle.
Da hat uns niemand erwartet. Oh Gott. Ein Faktotum hat uns abgefertigt. Das war ein ehemaliger Vorsitzender der Ortsgruppe Babelsberg. Der musste flüchten, weil er Schwarzmarktgeschäfte getätigt hatte und Angst hatte, verhaftet zu werden. Dann kam ich in den Ausschuss und da saß ein FDP-Mann im Ausschuss vor. Der hat mich sehr von oben herab behandelt, so wie einen Aussätzigen, und hat dann gesagt, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Ich habe gesagt, also ich möchte natürlich weiter für den Liberalismus arbeiten und in der FDP. Da hat er mich bloß angeguckt und hat gesagt, das ist nicht Ihre Aufgabe, hat er gesagt. Da wusste ich, also hier bin ich gar nicht gut gelitten bei der Freien Demokratischen Partei. Aber Sie haben trotzdem einen Job gekriegt, und zwar in der Bundesgeschäftsstelle der Freien Demokratischen Partei. Ja, das hat mir denn der Herr Otto, hat mich im März einen Brief geschrieben, ich könnte mich, wenn ich wollte, bewerben. Und das war ein wunderbarer, als Sachbearbeiter im Flüchtlingsreferat, ein bisschen nicht ganz dieselbe Level wie in der Sowjetzone. Und natürlich probeweise. Das Dumme war, wir waren ja jung verheiratet, meine Frau durfte nicht mit, sie hatte ja keinen Job dort in Westdeutschland, sie musste also erstmal in West-Berlin bleiben, wir mussten dann also zwei Haushalte bestreiten, aber ich hatte ja ein tolles Gehalt, mir wurde sofort 200 Westmark angeboten. Das war natürlich unglaublich viel mehr, als wir bisher bekommen hatten, 70 war das, was wir kriegten, plus 30 Mark Unterstützung für Mietgeld. Und das war natürlich, dann hab ich das angenommen und wurde Sachbearbeiter im Hilfsdienst Ost. Wir waren jetzt dort drei Personen, die da rund um die Uhr arbeiten. Das Ostbüro, was man wahrscheinlich heute gar nicht mehr als Institution der FDP kennt, hatte ja mehrere Aufgaben. Mehrere Aufgaben. Zu den Aufgaben gehörte Aufklärung, was in der DDR, SBZ passiert. Es gehörte dazu, das war ja hauptsächlich Ihre Aufgabe, Propagandamaterial. Wie haben Sie die rübergeschickt, das Propagandamaterial? Mit Ballons. Mit Ballonaktionen ab 1952. Das wurde finanziert von den Amerikanern. Also wir kriegten ja vom gesamtdeutschen Ministerium einen Zuschuss, von der Partei gar nichts. Die Partei wollte damit nicht so viel zu tun haben. Und dann hat der Leiter des Ostbüros, Herr Nase, immer mit den Amerikanern verhandelt, denn diese Ballonaktion war natürlich teuer. Von West-Berlin aus und von der Zonengrenze aus. Und da wurden Flugblätter, die habe ich zum meistens entworfen. Das war ein schöner kalter Krieg, muss ich sagen. Also und auch Zeitschriften und sowas wurde darüber gebracht. Das Ostbüro tat dann aber auch noch Folgendes, das hat die Partei geärgert, was ich verstehen kann. Wir haben ab 1952 einen eigenen Informationsdienst geschaffen, den Ostdienst. Und den Ostdienst habe ich dann sehr schnell übernommen und habe dann die Leitartikel geschrieben. Und da habe ich mich dann mit der Deutschland- und Ostpolitik der FDP indirekt auseinandergesetzt, ich habe sie gar nicht erwähnt, indirekt auseinandergesetzt. Thomas Dehler, der ja der Meinung war, die Wiedervereinigung ist eine Frage des Willens. Die Bundesrepublik Deutschland muss mit der Sowjetunion verhandeln, um die Wiedervereinigung zu bekommen. Aber der Adenauer tut das nicht. Und das ist die Schweinerei. Nicht? Die FDP muss dafür sorgen, dass das passiert. Und ich hielt das für völligen Blödsinn. Habe das natürlich so nicht geschrieben, sondern habe dann Analysen gemacht der sowjetischen Deutschlandpolitik und habe denen versucht nachzuweisen, dass all solche Träumereien im Grunde genommen wirklich nur Träumereien sind und mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Ich kriegte dann Ärger natürlich mit der Partei, auch mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages, zum Beispiel mit Willy Max Rademacher. Da hatte ich Hamburger FDP-Vorsitzenden. Hamburger FDP-Vorsitzenden, denn ich hatte über den Interzonenhandel auch mal mich da geäußert,
und hatte da abgewogen, dass also wir natürlich darüber klar sein müssen, dass wir indirekt natürlich die Kommunisten unterstützen, wenn wir den immer weiter verstärken, nicht? Die profitieren ja davon. Da ist natürlich verständlich der Rademacher auf die Palme gegangen, hat sich bei dem stellvertretenden Parteivorsitzenden beschwert. Es gab einen großen Briefwechsel, aber es wagte noch keiner, was das Ostbüro aufzulösen. Und dann aber ist dann natürlich eines sehr Trauriges passiert. Viele Liberaldemokraten wollten ja diese Gleichschaltung der LDP zur SED nicht ertragen. Und sie wollten etwas dagegen tun und fuhren dann nach West-Berlin in das Büro, Außenstelle des Ostbüros, und haben nicht nur Informationen abgeliefert, mündlich und schriftlich, sondern auch darum gebeten, Material mit in die DDR zu bringen. Das haben sie zum Teil in Massen gemacht. Und es hat viele Verhaftungen gegeben. Natürlich sind die beobachtet worden. Die haben nie daran gedacht, genauso wenig wie ich, wie viel Spitzel auf mich angesetzt wurden. Das habe ich erst nachher erfahren. Und diese vielen Verhaftungen haben dann bei der FDP, das kann ich verstehen, dazu geführt, diesen Laden müssen wir auflösen. Nun kam das natürlich auch ihnen zustatten. Sie hatten ja versucht, mit der LDP ins Gespräch zu kommen. 1956, nicht? Die Weimarer Gespräche. Und natürlich haben die LDP-Leute, die Gerlachs und die Wertmanns und wie sie da alle hießen, die haben sich natürlich daran gestoßen, dass da ein Ostbüro gibt, das gegen die Parteiführung der LDP arbeitet. Das sollte verschwinden. Und Döring war einer derjenigen, der besonders darauf... Wolfgang Döring, der hat also sich da selbst besonders dafür eingesetzt, Mende weniger. Und dann ist das zur Auflösung des Ostbüros gekommen. Und es wurde ein Referat Wiedervereinigung gegründet an der Stelle. Das musste sich nur mit Wiedervereinigung, durfte keine Politik nach der DDR hin machen. Alle Aktionen wurden eingestellt, Ostdienst wurde eingestellt, alles, was wir mühsam aufgebaut hatten, verschwand. Schäuber wurde seines Amtes enthoben und strafversetzt. Strafversetzt in die Pressestelle als letzter Redakteur. Aber er durfte keine Artikel mehr schreiben. Er durfte nur noch Informationen sammeln in der Fraktion und die durfte er aufbereiten für die Freie Demokratische Korrespondenz. Darüber wachte Josef Ungeheuer, ein ehemaliger katholischer Priester, der eng mit Thomas Dehler zusammenarbeitet. Die waren dick miteinander befreundet. Und muss allerdings sagen, es dauerte nur ein Jahr. Dann hat der Josef Ungeheuer mir gestattet, dass ich mal einen Artikel schreibe. Aber nicht über das Thema Deutschlandpolitik, sondern zum Beispiel über Kuratorium Unteilbares Deutschland, wenn die eine Sitzung gemacht hatten. Da durfte ich mal einen Kommentar darüber schreiben. Und dann passiert nachher dieses Unmögliche nach dem Tod von Ungeheuer im September 1959, schlägt die Parteileitung vor, der Nachfolger von Ungeheuer als Pressechef und Chefredakteur der Korrespondenz soll Wolfgang Schäuber werden. Also die Logik war in der FDP auch nicht immer vorhanden. Ja, aber Herr Schäuber, es war vielleicht eine höhere Logik. Denn genau, vielleicht waren das doch Leute, die sehr wirklich als typische Liberaler doch über den Tageshorizont hinaus dachten. Denn, also man tritt ihnen nicht zu nahe, wenn man sagt, die Zeit des Ostbüros war für sie eine Zeit des Kalten Krieges und sie haben sich sozusagen mit der Politik der Stärke doch eigentlich identifiziert. Genau. Sie waren ja mehr für Adenauer als was die FDP damals betrieb. Adenauer hat nur einen Fehler gemacht dann.
Er hat dann angefangen, darüber nachzudenken, ob nicht die Bundeswehr Atomwaffen benötigt. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, nein, das nicht. Und da war meine Liebe für Adenauer plötzlich erloschen. Und Adenauer hat sich später mal beim Mende beschwert, hat gesagt, also er möchte doch mir sagen, dass ich nicht dauernd ihn so beschieße. Nicht? In meinen FDK-Artikeln, das hat ihn dann geärgert. Ich habe mich gewundert, dass er sich überhaupt meine Artikelliste, fand ich völlig überflüssig, brauchte er gar nicht. Aber die Länge vor. Ja, also jedenfalls, weiß nicht, wir kommen in die Frage. Die Frage ist ja jetzt, also wann kommt denn sozusagen die kopernikanische Wende in Ihrer deutschlandpolitischen Überlegung? Ich muss mal sagen, es gibt Vorläufer. Ich habe natürlich mit großer Spannung die Rede von Nikita Sergejewitsch Chruschtschow auf dem 20. Parteitag im Februar 1956 gelesen. Und habe natürlich auch zur Kenntnis genommen den Aufstand in Posen im Sommer und in Ungarn im Herbst 1956. Da sind mir zwei Dinge klar geworden. Meine Vorstellung, dass dieser Ostblock ein festgefügtes Ganzes ist, in dem es keinerlei irgendwelche Brüche oder Risse gibt, sondern alles nach der Moskauer Pfeife tanzt, stimmen nicht mehr. Offensichtlich gibt es in diesen Satellitenstaaten ganz starke Elemente, mehr oder minder starke Elemente, die eine andere Politik wollen. Und ich freundete mich an mit Gedanken wie Gomulka beispielsweise oder Rapatsky, der den Rapatsky-Plan machte mit der atomwaffenfreien Zone Europa. Das war sozusagen der erste Schritt. Aber dann habe ich in dieser Zeit sozusagen die FDP Deutschlandpolitik toleriert, so möchte ich mal sagen. Als Parteiangestellter. Aber ich hatte doch das Gefühl, irgendwie ausreichend tut das nicht. Aber erst sind mir die Gedanken gekommen nach dem 13. August. Das muss ich ehrlich sagen. Keine Minute vorher. Und da hat mich die FDP draufgebracht. Ich war völlig, völlig verstört. Ich höre in den Fraktionen und im Parteivorstand die Meinung, überwiegende Meinung, der 13. August hat nichts geändert. Wir können bei unserer Politik der 50er Jahre bleiben, es kann alles so weitergehen wie es bisher. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn, wieso hat sich da nichts geändert? Ich habe in diesem Jahr, in dieser Zeit, nach dem 13. August, hatte ich ja als Chefredakteur des Pressedienstes viele Kontakte mit Ost und West, Journalisten und Diplomaten. Und habe fleißig mit denen diskutiert und immer nachgefragt, wo seht ihr da so eine Möglichkeit, nach dem 13. August irgendetwas zu tun, um diese völlige Auseinanderreißen Deutschlands zu verhindern? Und habe dann schließlich festgestellt, wo gibt es Übereinstimmung zwischen Ost und West in bestimmten Fragen. Und das habe ich dann mal niedergeschrieben, eine Analyse gemacht, wie ich die Situation im Augenblick sehe und was für Konsequenzen daraus gezogen werden sollen. Und da hatte ich ganz großes Glück. Erich Mende war nicht da. Erich Mende war in Washington, hatte seine erste Begegnung mit John F. Kennedy. Er wollte immer ein John F. Kennedy in Deutschland sein, Erich Mende, nicht? Und hat da so ein Gespräch geführt mit dem, und John F. Kennedy hat ihm so Verschiedenes mit nach Hause gegeben in Frage Deutschlandpolitik. Nun kommt er nach Bonn zurück und da liegt so ein Papier von dem Schäuble.
und das liest er. Denkt dann, nu, das habe ich ja schon, habe ich ja von dem Kennedy schon in ähnlicher Form gehört. Das hat ihn sehr erstaunt. Und dann hat er etwas gemacht, was ich nie für möglich gehalten hat. Erich Mende veranlasst, dass der Schäuble zu einer Klausursitzung des Fraktionsvorstandes geladen wird, um dort sein Papier vorzutragen. Ich bin fast umgefallen. Das kann doch nicht möglich sein. Und ich bin da hingegangen. Das war natürlich so, wie ich erwartet habe. Keiner ging aus der Deckung. Die blieben alle schön so. Nur Thomas Dehler, der hat gedonnert natürlich. Das war ja unmöglich, was der Schäuble da verbrochen hatte, aus grauenhaft. Alle, die gesprochen haben, die haben über die Deutschlandpolitik gesprochen, ohne auf einen einzigen Satz in meinem Papier einzugehen. So als gäbe es das gar nicht. Sodass sie gar nicht in irgendeine Schwierigkeiten geraten würden. Und Wolfgang Döring, der ja wohl 1962 sich schon so Gedanken über künftige Parteiführung gemacht hat, war vorsichtig genug, ebenfalls nicht auf das Schäuble-Papier einzugehen. Der hat erst ein paar Wochen später in einer Fraktionssitzung kam er zu mir und hat gesagt, Herr Schäuble, ich bin völlig einverstanden mit dem, was Sie da geschrieben haben. Versteht man. Man muss immer, in solchen Situationen muss man ja vorsichtig vorgehen, denn er wusste ganz genau, die Parteiführung ist mehrheitlich gegen dieses Schäuble-Papier. Das wurde dann ja klar, als es in den Arbeitskreis ging, den außenpolitischen Arbeitskreis. Das hat Wende noch veranlasst. Und da hat der Ernst Achenbach, der aus welchen Gründen auch immer, ich kann es nicht genau sagen, gegen dieses Schäuble-Papier war, verhindert, dass darüber beraten wurde. Ich sehe noch, da war eine, wurde die Einladung gemacht, da stand dann drauf als erster Referat Schäuble, dann anschließend Referat Auswärtiges Amt. Da hat er das so gemacht, hat erstmal das Auswärtige Amt sprechen lassen und ich kriegte gar keine Aufforderung zu reden. Dann habe ich mich in der Diskussion gemeldet, dann hat er meine Diskussionsmeldung übersehen und da war die Sache erledigt. Da hat er das. Naja. Und dann Achenbach ist ja so eine sehr dubiose Gestalt. Nicht? Also das könnte man viel sehen. Wir kommen jetzt natürlich schon in IC-Zeiten sozusagen, wo Sie dann wirklich selber Politik gemacht haben und Ihre, nicht nur das erste, sondern auch das zweite Schäuble-Papier hat ja eine ganze Menge dazu beigetragen, dass sich die FDP in den 60er Jahren doch sehr geändert hat. Ich würde es aber gern jetzt, und ehe ich dann Ihnen jetzt die Gelegenheit gebe, auch ein paar Fragen an Herrn Schäuble zu stellen, doch nochmal auf unseren eigentlichen Ausgangspunkt zum. Hat denn die LDP bei Ihnen in ihrer, bei Ihren deutschlandpolitischen Überlegungen noch eine Rolle gespielt? Nein, nur indirekt. Die LDP war merkwürdigerweise an mir interessiert. 1970 schickte mir der persönliche Referent von Manfred Gerlach, Armin Behrendt, seine Biografie von Wilhelm Kühls. Ich sollte das mal lesen und meine Meinung dazu dann sagen oder schreiben. Das war ein grauenhaftes Ding. Aus marxismus-leninistischen Standpunkt aus wurde dieser arme Herr Kühls beurteilt. Das war nicht zu ertragen. Ich habe es dem Behrens auch geschrieben. Und dann kam er und hatte dann einen Auftrag sich selbst gegeben oder vom Stasi, ich weiß es nicht. Er müsste eine Dieckmann-Biografie schreiben. Dazu muss er immer nach Koblenz ins Archiv. Und wenn er nach Koblenz ins Archiv fuhr, fuhr er dann auch nach Bonn und dann haben wir miteinander geredet. Ich habe diese Möglichkeit gerne wahrgenommen, muss ich sagen, weil ich ihm immer was mitgeben wollte für Manfred Gerlach, um bestimmte Vorstellungen, die bei der LDP dort vorhanden waren, zu korrigieren. Ob er das gemacht hat, weiß ich natürlich nicht. Das hat er eine ganze 2-3 Jahre gemacht. Dann hat sich der Verfassungsschutz allerdings eingemischt. Die haben gesehen, der arbeitet gar nicht im Archiv.
der sitzt da bloß rum, aber er läuft da in dieser Gegend rum, hat da seine Kontakte, der hat irgendwelche Aufträge. Einmal haben sie gesehen, er ist mit einem Mantel in den Wald gegangen und ohne Mantel wieder zurückgekehrt. Da kamen sie zu mir, haben gesagt, Herr Schäufer, seien Sie vorsichtig, nicht? Der ist bestimmt, arbeitet bestimmt für die Stasi. Ich sagte, ich weiß das. Und dann kam noch ein zweiter. Das kam ein Herr Wäterling, der kam 1971, war das, glaube ich, an unsere Wohnungstür. Die machen das immer so, die bringen immer ein Präsent mit, die kommen nicht ohne Präsente. Er kam und sagte einen schönen Gruß aus Potsdam, nicht? Ich bin Bezirkssekretär des Morgen in Potsdam und ich habe hier auch was mitgebracht, sehen Sie mal, das sind hier Fotokopien aus unserem Archiv. Das waren Fotokopien über die Nazi-Zeit von FDP-Politikern, was die so, Siegfried Zogelmann und andere so in der Nazi-Zeit getan haben. Ob ich daran interessiert sei, ich sage, ich bin nicht interessiert. Aber der ist dann immer wieder gekommen und wollte mit mir reden. Das war ein ausgesprochener Reisekader, nannte man diese Leute von der Stasi. Die durften also jederzeit dann fahren. Das ging so nur durch die 70er Jahre. Das war mein einziger Kontakt mit der LDP. Allerdings 1966, da gab es ja mal diese Frage des Redneraustausches. SPD und auch die FDP wollte, Gerlach hatte dann geschrieben und da hat man mich dann beauftragt, zusammen mit Hermann Hummel von der, das war ja mit 1966, mit Hermann Hummel, das war der Landesgeschäftsführer Baden-Württemberg, und C.C. Müller, das war ein Sekretär in der Fraktion, sollte ich dann nach Ost-Berlin reisen und den Redneraustausch zwischen LDP und FDP organisieren, aber dazu ist nie gekommen. Ich hätte es ganz gerne gemacht, denn da hätte man mich ja nicht verhaften dürfen bei dieser Gelegenheit. Also sind ja nach Potsdam, und dann schließen wir das jetzt mal, unser Gespräch nach Potsdam, sind Sie ja bis 1990 nicht gekommen. Nein. Sind also erst wieder, nach sozusagen, als die Wiedervereinigung anstand. Genau, als die Wiedervereinigung am 17. Februar 1990, nachmittags nach 16 Uhr, traf ich in Potsdam ein. Zum ersten Mal nach über 40 Jahren. Ich war, muss ich sagen, erschlagen. Ich hatte hier Potsdam das letzte Mal im Oktober 1950 gesehen. Da gab es viele Ruinen und Trümmer und so weiter, aber nicht diesen Totalverfall, den ich nun sah. Die Häuser sahen grauenhaft aus, die Straßen in einem Zustand. Ich bin dann von Ort zu Ort gegangen, wo ich in meiner Jugend und in der Zeit gewesen bin, habe die Häuser besucht, zum Teil gab es die ja gar nicht mehr. Also zum Beispiel mein Geburtshaus und das Haus, wo ich meinen Eltern gewohnt hatte, war inzwischen verschwunden. Da war eine breite Straße, sechsspurig, nicht wahr? Die Gärten und Felder waren alles weg. Und ich habe damals wirklich gedacht, hier gehst du nie wieder hin. Das halte ich nicht aus. Ein Jahr später war ich schon wieder in Potsdam. Aber das muss ich natürlich sagen, ich war jetzt das letzte Mal im Oktober hier. Ich war erstaunt, wie die Stadt sich gemacht hat in der Zwischenzeit. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Nach dem Zustand, den sie der 1990 waren, das sind ja nur jetzt 23 Jahre her, ist doch gar nichts für eine Stadt. Aber à la Bonheur, muss ich sagen. Ja, schönen Dank, Herr Schäufer. Soweit erstmal. Es gibt auch jetzt schon erste Wortmeldungen. Jawohl. Bitte sehr. Herr Schäufer,
Ich will hier kein Co-Referat halten, ich sage das ganz kurz, ja. Also, ich bin im August 1946 aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft als 15-Jähriger entlassen worden, ja. Und bin nach Fürstenwalde an der Spree, und da waren die ersten Wahlen 1946. Und was werde ich machen? Ich klebe Wahlplakate für die LDPD. Und die waren so herrlich, da war so ein blonder Junge, ein blondes Mädchen mit Soft drauf, so wie es bei der Hitlerjugend war. So. Die will ich jetzt so. Und bin ja nachts erwischt worden. Ich war auf der Leiter und habe heimlich mir so Kleister besorgt auf der Leiter. Und plötzlich steht unten ein rotarmes Militärpolizei, komm mal runter. Na, dadurch bin ich ins Visier der KGB gekommen. Ganz kurz gesagt, also nach Hause verprügelt und ab nach Sibirien. Und es war dann mein Einsatz für die LDPD. Ich habe neulich mein Tagebuch gefunden, mein uraltes. Ach, das ist ja gut. Ja, ja. Mich würde nur mal interessieren, die ganz erste Zeit. Tagebuch? Ja. Das war also 1946 im Frühjahr. Ja. Sie wissen besser als ich, weil die 15 Jahre, die 8 Jahre in Sibirien, habe ich das alles vergessen, wann die erste Wahl war 1946. Die war 1946 im Herbst, ja. September, Oktober. Und LDP und CDU hatten trotz massiver Bedrückung durch die Besatzungsmacht ein ganz ausgezeichnetes Wahlergebnis zum Teil gehabt. Die waren in einigen Ländern sogar zusammen die Mehrheit im Landtag. Genau. Nicht? Und ich weiß, deshalb haben die Sowjets, das kann ich verstehen, gesagt, das machen wir niemals mehr wieder. Das geht bei uns nicht. Und mein Onkel, der war Kommunist, der schimpft am nächsten Tag, haben sie solche Idioten zu FDP. bin ich mit ins Rathaus geklebt. Ja. Genau. Ja, ja. Also die Wahl von 1946 natürlich auch aus LDP-Sicht besonders in Erinnerung geblieben, weil sie da stärker als die CDU war. Ja. Insgesamt nicht. Ja, ja. Also mit fast 25%, ne? Ja. Und mehr Mandate als die CDU in den Landtagen. Das war natürlich ein Ergebnis, sozusagen, genau. Was es im Westen auch nicht gegeben hat. Wünschen wir uns das jetzt im September. Bitte sehr, sehe dorthin. Mein Name ist Dr. Wegener. Ich habe nur eine kurze Frage, und zwar zu Herrn Dr. Kunze noch in diesem Zusammenhang. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie die Politik von Herrn Dr. Kunze im September 1947 erlebt haben. Ich habe ein Buch geschrieben über das Joachimtalsche Gymnasium und die Landesschule Templin und habe da versucht, Herrn Dr. Kunze ein kleines publizistisches Denkmal zu setzen. Dr. Kunze war nicht nur Mitglied der Stiftung Joachimtalsches Gymnasium in Templin-Uckermark, sondern er hat auch im September 1947 mit Vehemenz gegen die Enteignung der 5 Schulamtsgüter des Joachimtalschen Gymnasiums interveniert. Er wurde sogar unterstützt von dem gesamten Präsidium, einschließlich des Ministerpräsidenten SED-Genosse Dr. Steinhoff, der ja ursprünglich, glaube ich, SPD-Mann war, Regierungsrat mal in Ostpreußen. Und er hat gekämpft gegen Heinrich Rau. Heinrich Rau hat, obwohl die Bodenverordnung vom September 1945 ausdrücklich verbot, dass Schulamtsgüter von Schulen enteignet werden dürfen, hat Rau das brutal durchgepeitscht und wie gesagt, Dr. Kunze hat dagegen mit Vehemenz, allerdings erfolglos interveniert. Mich würde einfach mal interessieren, ob Sie davon etwas 1947 im September mitbekommen haben. Dankeschön. Also von dem, was Sie jetzt gesagt haben, nicht. Was ich wusste, war, dass Kunze gegen die Volkskongressbewegung gewesen ist und dass er vor allen Dingen seine berühmte Geschichte, wie er da zu diesem Werk von der volkseigenen Werk dort gefahren ist und überall die roten Plakate war, dass er den Kehrt gemacht hat und wieder zurückgefahren ist. Das war uns bekannt. Ich bin Kunze ja in der Zeit nur ein einziges Mal begegnet, 1947, weil wir gemeinsam zusammen mit dem Landesgeschäftsführer und dem Landesjugendsekretär zu einer Veranstaltung im Lande Brandenburg gefahren sind. Da hat er ein politisches Referat gehalten.
Ich war ja noch ein ganz kleiner Mann, ich war so Schatzmeister in der Ortsgruppe Brandenburger Vorstadt. Da hatte ich also noch keine großen Einblicke in die große Politik des Landes. Und dadurch habe ich also nur das mitbekommen, was in der Westpresse stand oder gelegentlich in der täglichen Rundschau, wenn er angegriffen wurde. Aber Sie haben ihn ja nachher wieder getroffen. Ich habe ihn ja wieder getroffen. Und zwar habe ich ihn wieder getroffen im Zusammenhang mit dem LDP-Bundesbeirat. Wir haben ja 1951 im Herbst dann diesen LDP-Bundesbeirat vorbereitet in der Hilfsdienst Ost und haben dann auf dem Parteitag, fand ja in München damals statt, 1951, haben wir diesen LDP-Bundesbeirat konstituiert und Walter Kunze wurde sofort dann selbstverständlich zum Vorsitzenden des LDP-Bundesbeirats gegründet. Ist mit dieser Tätigkeit nicht sehr glücklich geworden, denn der Bundesvorstand der FDP hatte kein großes Interesse an diesem Beirat. Die wussten damit nichts anzufangen. Ja, bitte sehen. Guten Tag, Bremer, mein Name. Ich hätte auch noch mal eine Frage zu den Wahlen. Es ist ja erstaunlicherweise 1946 hier in Potsdam im Land und in der Kommune gewählt worden. Es wurde ja gesagt, dass, und ich möchte das noch schärfer sagen, sowohl im Land als auch in der Kommune hatte die CDU und die LDPD die absolute Mehrheit. Das galt sogar noch für die Volkskammer, wo ja die SED 117 Abgeordnete hatte und die vier bürgerlichen Parteien, wenn man das mal zusammenzählen dürfte, fast doppelt so viel. Aber zu der brandenburgischen Situation, war es nicht oder haben die da irgendwelche Einsichten, warum trotz dieser Dominanz von LDPD und CDU es praktisch keine Konsequenzen gab, dass keine Entwicklungen eingeleitet werden konnten, wenn sie auch noch so bescheiden war? Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil wie ich beobachten musste, eine Zusammenarbeit zwischen LDP und CDU praktisch kaum gegeben hat. Auch in Potsdam nicht, im Kreisebene nicht, im Landesebene nicht. Die haben gelegentlich mal sich in der Blocksitzung unterstützt. Also wenn der eine sich beschwert hat, hat der andere vielleicht sich auch noch dazu gemeldet. Meist aber nicht. Zum Beispiel, wenn der CDU-Mann wieder mal vom Leder gezogen hat in der Blocksitzung, hat zum Beispiel Herr von Körber geschwiegen und hat keinen Ton gesagt. Ob er nachher zu dem gegangen ist und gesagt hat, Herr Kollege, es tut mir leid, ich konnte mich dazu nicht äußern, weiß ich nicht. Das war ganz erstaunlich, dass die beiden Parteien es nicht fertig kriegten, ihre Möglichkeiten, die ja zunächst noch bestanden, das gebe ich zu, 47, zum Teil vielleicht sogar noch 48, überhaupt nicht ausgenutzt haben. Auch im Landtag Brandenburg nicht. Jeder arbeitete für sich und die SED konnte natürlich froh sein. Sie hatte keine Opposition. Naja, es gab ja, man muss ja eins betrachten, also es gibt einmal das Phänomen des Blocks. Ja. Nicht es war ja nicht die Parteien waren ja schon nicht mehr ganz frei. Sie waren ja eingebunden, schon unmittelbar seit dem Sommer 1945 in den Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien, wo die SED ja durchgesetzt hatte, oder man hat ursprünglich aus bürgerlicher Sicht Wert darauf gelegt, dass alle Sachen sozusagen nur einstimmig gemacht werden können. Ja. Und das hat natürlich die SED nachher umfunktioniert. Ne? Und das war ja eines der Hauptargumente. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz, ganz merkwürdiges Phänomen, weiß ich auch nicht, woran das liegt, dass aber gerade der Widerstand in den Landesparlamenten, wo die SED zumindest mit der Vereinigten der gegenseitigen Bauernhilfe die Mehrheit hatte, der Widerstand größer war. Also beispielsweise in Thüringen, da gab es eine Mehrheit. Aber da waren die Auseinandersetzungen im Parlament wesentlich schärfer als in den Parlamenten, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo diese Mehrheit der SED nicht bestand. Interessant. Man kann es nicht erklären, woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich, oder man kann nur vermuten, dass es auch an den Personen liegt dort. Genau, handelt, ne? Wollte ich gerade sagen, ja. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich meine,
Es gab natürlich auch bei der LDP zum Beispiel der Dr. Schneider, den ich ja zitiert habe, der hat ja auch mal manchmal vom Leder gezogen und hat dann versucht, die LDP-Position dort deutlich zu machen. Aber im Allgemeinen war es so, man muss ja auch sehen, der Druck nahm ab 47 ständig zu. Die Verhaftungen wurden immer häufiger. Viele verloren natürlich den Mut, sich zu exponieren. Und das kann man auch denen nicht zum Vorwurf machen. In der Diktatur sich zu exponieren, das ist nicht jedem gegeben. Das ist nicht nur Feigheit, das ist einfach... meine, die Tatsache, dass wenn man da aneckte, dass man dann sofort in so ein Arbeitslager kam, das ist natürlich schrecklich, der Gedanke. Nicht? Die sind ja da zugrunde gegangen, die meisten, die dorthin gekommen sind. Und ja, wie soll man sich da verhalten? Ich muss sogar Ingo von Körber verteidigen in dieser Beziehung. Ingo von Körber war wahrscheinlich, das stimmt, Kriegsgerichtsrat in der Nazizeit. Das hat ihn belastet. Und das war wohl der Grund, warum man ihn im Herbst 1947 für einige Wochen aus dem Verkehr gezogen hat. Wo er sich da aufgehalten hat, weiß keiner. Als er zurückkam, hatte er sich spürbar geändert. Er war ganz vorsichtig geworden. Und er musste es auch sein. Was wir damals nicht wussten, das war die Schweinerei, die die Sowjets gemacht hatten. Die haben uns in die kleine Landesgeschäftsstelle, da waren wir mit Fahrer 10 Mann, 2 Spitze gesetzt. 2! Den Landesgeschäftsführer, ein ehemaliger Nazi und eine Sekretärin. Die Sekretärin war aus ihrer vorigen Stellung gefeuert worden wegen schwerer dienstlicher Vergehen und fiel dann mit dem Geheimdienst in die Arme. Die beiden haben rund um die Uhr die gesamte Geschäftsstelle und den Ingo von Körber bespitzelt. Alles, was dort gesagt und getan wurde, wurde von ihnen regelmäßig in die Berliner Straße gebracht. In der Berliner Straße war die SMA. Da waren aber nicht nur die Offiziere der SMA, da waren auch die Büros des NKWD. Und wir haben immer gedacht, die gehen da zur SMA, obwohl eigentlich eine Sekretärin nun nicht dauernd zur SMA gehen muss. Das war ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber die sind dann, haben dann diese Bespitzelung gemacht. Und dieser Mann hatte nun das Problem noch mit dem Schäuble. Das tut mir leid. Denn ich war nicht bereit, seinen Kurs mitzumachen. Und er hatte mich reingenommen, weil er hoffte, er hat dann einen Vertrauten, mit dem er über all das sprechen kann, was ihn bewegt. Das konnte er nun nicht mehr tun. Und ich habe ihn ja auch schon mal gesagt, was mir weh tut, er ist dann Ende der 60er Jahre nach Westdeutschland gegangen und hat Kontakt mit mir aufgenommen. Und hat mit mir korrespondiert. Und ich habe vergessen, ihm zu sagen, dass ich ihm verzeihe. Das hätte ich sagen müssen. Denn Ingo von Körber hat mich ja gefeuert. Aber er musste mich feuern. Was sollte er machen? Es gibt ja, ich jetzt, ja. Die Berliner, aber ich wollte einen Punkt sagen, darf ich kurz? Es gibt natürlich aus Berlin natürlich auch ein ganz berühmtes Beispiel, wie man jemanden umdreht, ne, der eigentlich auch ein ganz glühender Antikommunist ist und nachher dann noch sehr intensiv für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Ne? Ja, William Born. Ne? Und Deutschland. Ja. William Born. Ja. Aber Herr Lossmann, bitte. Ja, ich meine, um die Situation vielleicht noch etwas besser zu verstehen, was ich damals als 10-Jähriger erlebt habe, 45, dass natürlich die Russen jeden, der in der NSDAP war, ganz wenige Ausnahmen. Ich bin bei uns nur ein, der war hat Kirchenmusik gemacht, den haben sie in Ruhe gelassen. Ja? Aber ja. Alle anderen wurden innerhalb von 8 Tagen, 14 Tagen weg verhaftet
Und wenn sie überhaupt zurückkamen aus dem Ort, wo ich da groß geworden bin, da ist die Hälfte nur zurückgekommen. Die haben alle, waren alle ruhig, keiner hat mehr was gesagt. Und die kamen erst meist nach 2-3 Jahren wieder. Da waren schon eine Angststimmung da. Ja. Ich glaube, das wissen Sie, das war so die erste Sache. Ja. Das muss man dann vielleicht auch verstehen. Eine andere Frage, Sie sprachen vorhin, was Sie da für ein Programm machen durften, und Tulpanow hat zugeguckt. Mhm. Er hat ja in 2 Büchern, er war ja, glaube ich, später war er ja, glaube ich, sogar noch mal Professor im Austausch mit Leningrad und Hamburg, und da hat er dann offener gesprochen. Die harten Auseinandersetzungen innerhalb der SMAD. Tschukow ist ja nicht alleine deshalb gegangen, sondern Sokolowski kam und Tulpanow musste auch gehen, der aber natürlich doch die politischen Fäden gezogen hat. Und, aber damals hat er dann gesagt, dass eben harte Auseinandersetzungen über den Kurs, der von Moskau gebilligt wurde, und waren ja auch auseinander, wie gehen wir mit Deutschland künftig um? Da hat er vielleicht mal sowas zugelassen und vielleicht war es schon sein politisches Ende gewesen. Das könnte sein. Ich habe ja einen solchen Offizier auch kennengelernt, der offenbar zur Oppositionsgruppe gehörte. Das war der für die LDP im Lande Brandenburg zuständige Kapitän Zerebrennik, ein Ukrainer. Dieser Mann war so etwas von objektiv und sachlich, wie man bei den anderen Offizieren überhaupt nicht feststellen konnte. Aber wir haben natürlich immer überlegt, ist das echt oder ist es nicht echt? Nicht? Also wäre auch ganz seltsam gewesen, wenn es einen solchen Riesenapparat, den die hatten, nicht unterschiedliche Meinungen gegeben hätte. Also das ist ja auch, glaube ich, man kann den Kastner nicht verstehen, seine Politik, wenn offensichtlich sozusagen solche Diskrepanzen innerhalb der SMA nicht gegeben hätte. Nicht? Der Kastner hat ja gehofft, dass er dann irgendwann nach dem 17. Juni, der ehemalige Parteivorsitzende, der mit Hamann zusammengewählt worden ist, der ist dann wegen Widerstands gegen die Einheitsliste. Ja? Es war der einzige Spitzenpolitiker, der sich in der LDP gegen die Einheitsliste ausgesprochen hat im Sommer 1950 und ist dann, musste dann als Parteivorsitzender gehen. Dann kam, wurde es ja noch schlimmer, kam Hans Loch dann danach. Aber Kastner hat ja geglaubt, er kommt nach dem 17. Juni wieder, weil die Sowjets ihn brauchen. Ja. Ne? Das hat er wirklich geglaubt. Ne? Und das kann man erklären, wahrscheinlich mit solchen ja, unterschiedlichen Fraktionen oder unterschiedlichen Konzepten, die es in der SMA beziehungsweise natürlich auch in der sowjetischen Führung gegeben hat. Es gab aber noch eine dritte Illusion, von den zweien hatte ich ja schon gesprochen. Die dritte Illusion, die, glaube ich, auch Dr. Hamann hatte. Wir glaubten nämlich, dass die Sowjets eines Tages erkennen werden, dass ihre enge Zusammenarbeit mit der SED für sie nur hinderlich ist in ihren Beziehungen zum Westen. Und dass sie dann erkennen werden, es ist besser, mit der LDP zusammenzuarbeiten und ihr mehr Einfluss zu geben, um dadurch eine Öffnung nach dem Westen hinzuschaffen. Das haben wir wirklich für möglich gehalten. So, ich habe noch 2 Worten. Ja, so gut auch noch. Also ich habe noch 3 Wortmeldungen. Die nehmen wir jetzt mal alle. Ja. Ja, und dann schließen wir für heute die Rednerliste. Sie hier vorne. Also gut. Herr Schulmer. Herr Schulmer. Ja. Sie haben gesagt, SMA in der Berliner Sprache. Ist es die Villa Ingenheim? Nein. Die früher Neue Königstraße war das, nicht? Ach so. Und dann Berliner Straße und dann hieß sie, glaube ich, Stalinallee oder sowas. Die Zeit habe ich bei Stalin erlebt. So, noch 2 Wortmeldungen. Das war's ja, danke, schon erledigt. Der Herr hinten an der Wand und Herr Sogut dann. Bei allen Argumenten, die angeführt werden, wie problematisch und schwierig das Leben damals war für jemanden, der nicht hundertprozentig oder 50-prozentig der SED zugetan war, glaube ich, können wir uns vor einer Frage nicht drücken. Und das kommt mir hier heute nach meiner Sicht ein bisschen sehr kurz. In den 70er und 80er Jahren zum Beispiel, glaube ich, mit meinen begrenzten Kenntnissen, dass auf unterer und mittlerer Ebene fast keinerlei Aktivitäten oder Aktivitäten durchgeführt worden sind, um eine gewisse kleine Eigenständigkeit der LDPD damals durchzusetzen. Sondern das war eine totale Aufgabe, und diesen Vorwurf, dass wir, viele von uns, nicht den Mut hatten,
wirklich wenigstens ein bisschen zu tun, ohne zum Heldentum zu entarten. Den Vorwurf müssen sich auch die Liberalen oder wir Liberalen, zu denen ich auch gehöre, gefallen lassen. Also wir haben im Ostbüro eigentlich immer eine Auffassung vertreten. An der Basis ist es noch in Ordnung, bloß da oben. Die sind also völlig umgefallen. Und das hat dann natürlich damit zu tun, dass eben diese Liberaldemokraten nach West-Berlin reisten und uns sozusagen mit Informationen fütterten und auch ihr Herz ausschütteten und so weiter. Das hat bei uns den Gefühl gebracht, also wenn die Einheit kommt, dann haben wir eine feste Partei im Osten, die bis zur Bezirksebene in Ordnung ist. Das war vielleicht falsch, ich weiß es nicht, aber das war so unsere Vorstellung, die wir damals gehabt haben. Darf ich noch was sagen als Zeithistoriker? Oder Herr Sukut, Sie wollten auch was zu sagen, vermute ich mal. Ja, ich wollte eigentlich zu dem vorhin generell angeschnittenen Thema etwas sagen. Das gehört mit dem natürlich zusammen, das wir gerade jetzt diskutieren, nämlich wie ist es denn zu erklären, dass diese beiden in manchen Landtagen sogar zahlenmäßig dominierenden Parteien, Ost-CDU und LDP, ihre Mehrheit doch nicht haben politisch umsetzen können in gemeinsamer Aktion. Ich habe lange an der Universität in Mannheim gearbeitet und da hatten wir Forschungsprojekte speziell zur Geschichte des Parteiensystems in der sowjetischen Besatzungszone nach 1945 auf den Weg gebracht und haben uns auch gerade mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und von daher wollte ich nur daran erinnern, beziehungsweise auch nochmal unterstreichen, die Sowjets hatten ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, auf Leute Einfluss zu nehmen. Sie konnten informelle Gesprächskreise bilden. Es gibt eine ganze Reihe von führenden Politikern der Blockparteien, aber sicherlich auch von eher Untergeordneten, denen die Sowjets gesagt haben, wie Kastner, im Falle eines wiedervereinigten Deutschlands haben Sie beste Chancen, Bundeskanzler zu werden. Das haben Sie auch Nuschke gesagt, das haben Sie auch Otto Grote wohl gesagt. Und das war ja nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen. Die Sowjets konnten mitbestimmen, wenn es um die Frage geht, wie soll ein wiedervereinigtes Deutschland mal aussehen. Und da waren das sozusagen die Vertrauensleute der Sowjets. Da hatten sie etwas anzubieten. Da konnten sie versuchen, auf die Leute Einfluss zu nehmen. Da gab es erhebliche, auch sachliche, inhaltliche Unterschiede. Als die Verfassung diskutiert worden im Herbst 1946, gerade nachdem die Wahlen stattgefunden hatten, kann man nachlesen, dass es da erhebliche Differenzen sachlicher Art zwischen LDP und CDU gab, sodass die Sowjets sich da gar nicht so sehr anzustrengen brauchten. Sie haben sich dann meines Wissens nie zusammengetan und gesagt, also diese Verfassung, das lehnen wir ab. Wir sind hier in der Mehrheit, haben eine knappe Mehrheit, aber es ist eine Mehrheit und wir wollen, dass diese Verfassung nicht verabschiedet wird. Soweit kam es ja nie. Und es gab charakterliche Unterschiede. Ich denke da etwa auch an Andreas Hermes, den ersten CDU-Vorsitzenden. Als er im Herbst 1945 den Konflikt mit den Sowjets hatte, dass er die Bodenreform ablehnte, übrigens die LDP lehnte sie nicht ab. Das war auch wieder so ein Punkt. Die Volkskongressbewegung lehnte die CDU ab, die LDP lehnte sie nicht ab. Wilhelm Köhls war sogar ein exponierter Vertreter, der sich dafür diese Bewegung einsetzte. Da gab es erhebliche persönliche, charakterliche Unterschiede. Hermes erfährt im Herbst 1945, sein Sohn ist in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, das wusste er, aber er ist jetzt wieder zurückgebracht worden nach Deutschland, irgendwo in Dresden. Und es genügt eigentlich, dass Hermes sagt, so, ich bin nun doch für die Bodenreform und der Sohn ist frei. Das macht er nicht. Und wir wissen bei Karl Hamann, er ist entschieden gegen dieses politische System sowjetischen Typs. Er sagt, wir wollen in dieser Volkskammer 1949 Opposition sein gegenüber der SED. Und ich bin sicher, das ist seine feste Überzeugung. Und dann kann man anschließend feststellen, wie er dann doch die Einheitslistenwahlen akzeptiert und dergleichen, sodass ich auch glaube, man muss, wenn man den Politikern in der sowjetisch besetzten Zone, den nicht-kommunistischen, gerecht werden will, auch daran denken, wie schwer das war, da seinen jeweiligen Standpunkt auch
zu bewahren. Und ich ärgere mich manchmal, wenn ich sehe, dass Leute, denen auch viel vorzuwerfen ist, die aber auch sehr viele Verdienste haben, ich denke jetzt da an Robert Habermann, war mal engagierter Kommunist, war, wie er selber sagt, Stalinist, war IM der Stasi, ist nachher aber Oppositioneller geworden innerhalb der Partei, aber halt immer noch ein Anhänger der SED. Dem wird eine Straße gewidmet. Ich bin nicht dagegen, das zu tun, aber ich meine, da muss man dann Fragen stellen. Was ist hier maßgeblich? Dass er sich zum Schluss geändert hat? Oder ist die Intensität seiner oppositionellen Tätigkeit von Bedeutung? Oder dass er damit so prominent wurde? Und würde deshalb davon abraten zu sagen, naja, der hat doch hier damals auch die Hand gehoben oder nicht Nein gesagt, als irgendwas zur Debatte anstand. Vorsicht, da würde ich doch sehr dafür sein, dass man da differenziert. Und ich sehe es auf Seiten der Ost-CDU jetzt, wenn ich manche Veröffentlichung anschaue. Dissertation über die Ost-CDU in Brandenburg vor einem Jahr rausgekommen. Da fiel mir das auf. Mit Mal sind die damals der Linie von Gerald Götting beipflichteten, offenbar geachtete und geduldete, beziehungsweise nicht kritisierte CDU-Vertreter, und die Konrad-Adenauer-Stiftung gibt eine solche Arbeit heraus. Halte ich nicht für gut, aber man merkt, da ändert sich was. Mhm. Gut, ich komme jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen, das will ich gar nicht. Deshalb vielen Dank und bitte um Entschuldigung, wenn ich etwas lang geworden bin. Ja, danke. Das ist so gut, also das muss man sagen, vielleicht um Sie hier vorzustellen. Sie haben ja damals die ganz, ganz wichtigen Protokolle dieser Gespräche von Weimar und Garmisch bei uns veröffentlicht. Da haben Sie sich auch sehr großen Verdienst über bei der Aufarbeitung der Geschichte der LDP erworben. Und vielleicht zum Schluss noch an den Herren auch hinten auf seine Frage mit den 70er und 80er Jahren. Ich glaube, Frau Wellinghoff, ich verrate nichts, wenn ich jetzt sage, dass wir natürlich vorhaben, auch diese Zeit der LDP, damals muss ich sagen, LDPD, wohlgemerkt seit 1951, dass wir da dann auch eine Veranstaltung zu machen, wo dann die Probleme dieser Zeit von Liberaldemokraten thematisiert werden, weil da gibt es ja auch eine Menge zu sagen, und da ist ja gerade in der Ära Gerlach, Gerlach wäre ja auch so eine Figur, die sehr schillernd ist, und wo man den Gerlach von den 50er Jahren mit dem Gerlach Ende der 80er Jahre vergleicht, dann auch große Schwierigkeiten hat, den für eine einzelne oder für eine gleiche Persönlichkeit zu halten. Worum es geht, ist nur zu zeigen, wie schwierig, und das sage ich als geborener Westler, wie schwierig es gewesen ist, sich als Liberaldemokrat in der DDR, auch schon in der SPZ, zu bewegen. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass Herr Scholver ja das auch mit sehr viel Selbstkritik und auch mit sehr viel Selbstironie macht, nicht? Und das kann ich noch zum Schluss sagen, als Historiker ist normalerweise der Zeitzeuge der normale Feind des Historikers, nicht, weil er immer alles besser weiß. Aber Herr Scholver ist ein Beispiel für mich, dass es auch eine sehr gute Harmonie, eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Zeitzeugen und Historikern gibt. Ihnen allen herzlichen Dank, und jetzt noch Frau Wellinghoff noch zum Wort.